Ja, heute geht es wieder mal um Obstbäume, genauer gesagt um einen Sommerschnitt und um eine Veredelung. In dem Fall freut es mich besonders, weil wir haben da vor 4 Jahren in Kooperation mit der Bioschule Eigenschlegel mit dem Rhein-Leo, das machen wir eigentlich jedes Jahr, dass wir da im Frühling so einen Kooperationsveredelungskurs bei Obstbäumen machen mit den Schülern. Und dann haben wir den Baum da vor 4 Jahren veredelt. Das war dann recht lustig, weil unser Schüler gefragt hat, kann man eigentlich Birnen auf einen Apfel veredeln? Rein lehrbuchtechnisch geht das natürlich nicht. Die vertragen sich nicht, die zwei Unterlagen. Aber weil wir halt experimentierfreudig sind und weil man ja zum Beispiel eine Gurken auf einen Kürbis veredeln kann, haben wir gesagt, wir probieren das. Wir haben das dann bei 3 Bäumen probiert, jeweils mit 2 Birnensorten und 4 Äpfelsorten. Und siehe da, bei einem Baum haben wir das geschafft, dass wir eine Birne drauf veredelt haben. Und heuer, nach 4 Jahren, haben wir einen stolzen ersten Fruchtansatz. Also Fruchtansatz ist schon gut, das ist schon eine kleine Birne. Wir haben da einen Boskop drauf, wir haben da einen Elster drauf und dahinter ist auch noch eine Apfelsorte. Jetzt im Sommer, was macht man bei so einem Obstbaum? Man macht dann, jetzt ist um die Sonnenwende, also 21. Juni, da kann man einen Pflegeschnitt machen bei Obstbäumen, da vertragen sie sehr gut, weil sie dann die Schnittflächen sofort wieder verschließen, das Cambium macht wieder zu. Und der Baum wird nicht verletzt. In dem Fall, in diesem speziellen, schneiden wir den Ast da raus, der was unter der Veredelung ist. Also man sieht es da schön, das ist ein anderes Laub, das ist die Birne. Wir schneiden da unten jetzt den Apfel raus und stellen so damit die Birne mehr frei. Wir werden in Zukunft auch die Birne da mehr fördern müssen, dass die mehr in die Höhe geht, weil die Birne natürlich schwächer wächst als der Apfel und durch das das gefördert gehört, sonst kommt die irgendwann drunter. Was man dann nur machen kann, dass man einfach die einjährigen Triebe, was da jetzt kommen, zurückstutzt ein bisschen und ein wenig freischneidet. Sehr schön. Wo ist das in den Baum reinwächst. Und die zwei da schneiden wir auch noch runter. So, das war es im Großen und Ganzen schon wieder. Aber wie gesagt, da ist der lebende Beweis. Man kann, wenn man sich bemüht oder wenn man größeres Glück hat, das zusammenbringen, dass man quasi einen Apfel und eine Birne auf einem Baum veredelt. Falls es wer noch geschafft hat, freut es uns, wenn es uns das schreibt oder liked. Interessiert uns immer, was für eine Meinung die anderen Leute haben. Weil voneinander kann man immer gut lernen.